Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Glossybox Adventskalender von 2020 für dich. Den habe ich nämlich letztes Jahr vergessen auszupacken bzw. nicht mehr hinbekommen. Und ja, da habe ich mir gedacht, mache ich das doch einfach ein Jahr später. Läuft! Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mich hat im Jahr August, wo ich das Video drehe, das Adventskalenderfieber tatsächlich schon wieder. Und ich habe ein Jahr lang diesen Adventskalender nicht angepackt und wirklich ungeöffnet und verschlossen in meinem Schrank gehabt. Und nun möchte ich ihn mit euch zusammen auspacken. Ich bin sehr gespannt, was drin ist, denn ich glaube, dass keiner von euch sich groß daran erinnern kann, was letztes Jahr drin war, oder? 99 Euro sollte der kosten, wenn man halt quasi kein Abonnent ist, und ich glaube 85 oder 84 Euro, wenn man das abonniert hat, das Glossybox-Ding. Ich kann euch in die Infobox auch mal packen, ein paar Links zu Adventskalendern, die es schon gibt. Das mache ich immer bei Adventskalender-Unboxing-Videos. Und ja, ansonsten auch einen Link dazu, falls du Bock hast, die Glossybox zu abonnieren, denn sehr bald wird auch der Glossybox-Adventskalender wieder angekündigt werden von 2021. So, hier haben wir das Schätzchen aber vom letzten Jahr und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Wir haben ein wunderschönes Design, was ich auch immer weiter verwende, wenn wir so ein Schächtelchen oder ja, so Boxen-Adventskalender haben. Und den konnte man so öffnen. There are so many beautiful reasons to be happy. Also es gibt so viele wunderschöne Gründe, um glücklich zu sein. Und das stimmt tatsächlich. Und soweit ich mich erinnern kann, war das letztes Mal auch ein bisschen schwierig, weil man hatte halt diese Schubladen. Und ja, irgendwie weiß man natürlich nie, wo sich die Zahl drin befindet, die man gerade so braucht. Also in der ersten finde ich zum Beispiel nicht meine Nummer 1. Auch noch keine Nummer 1 drin. Mensch! Wo sind die Nummer 1? Hier hatte ich schon mal die Nummer 2. Ist ja sehr verwirrend hier alles. Okay, hier unten wäre sie drin. Ich habe mal ein bisschen umdisponiert und jetzt öffnen wir mal die Schachtel Nummer 1. Der Adventskalender startet mit einem 3-in-1 Moisturizer von der Glossybox Skincare-Reihe. Der soll aufplumpen, primen und schützen. 50 ml sind hier enthalten und das ist ein Produkt, was man sich einfach als ganz normale Tagespflege aufgeben kann. Oder man nimmt es einfach, um ihn als Primer-Ersatz zu verwenden, was ich eigentlich ganz nett finde, ne? Genau, das ist so ein Tübchen und das ist cruelty-free, also tierversuchsfrei und vegan. Da hatte Glossybox ja letztes Jahr auch tatsächlich die eigene Skincare-Reihe gelauncht. Deswegen passte das auch ganz gut. Hier haben wir die Schachtel Nummer 2. Oh, die ist aber ganz prall gefüllt, ne? Oh. Ich hoffe übrigens, dass da nichts drin zu essen, mit zu essen drin war. Weil das würde jetzt natürlich ein bisschen blöd kommen, ne? Also hätte ich jetzt den Degusta-Box-Adventskalender ein Jahr später aufgemacht, hätte ich ein Problem gehabt. Hier haben wir Luvia meets Glossybox Vegan Eyebrow Palette. Das finde ich cool. Also auch Luvia ist tierversuchsfrei und vegan. Und ich plane sowieso irgendwann mal, sofern es irgendwann mal möglich ist, ein Fullface mit Luvia-Produkten zu schminken. Denn ich finde die Marke sehr sympathisch. Ups. Und ja, warum eigentlich nicht, ne? Dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon ein Augenbrauenprodukt. Aber ich glaube, die haben keine Complexion-Produkte, also keine Foundation und Concealer und sowas. Das fehlt mir noch sehr. Oh, die sieht schon hübsch aus. Habe ich echt nicht in Erinnerung, dass die mit drin war. Hat drei verschiedene Töne mit dabei. Einen sehr kühlen, aschigen Ton, einen sehr, sehr warmen Ton und einen sehr dunklen Ton. Und so kann man sich natürlich die Augenbrauenform, Farben schön zusammenmischen. Was natürlich bei mir als Blondie so ist. Für mich wird nur die Farbe hier unten passen. Aber alles gut. Kommen eigentlich auch die Produkte aus den Adventskalendern, die ich jetzt öffne, in mein Full-Face-Beauty-Boxen mit rein? Mal gucken, vielleicht kriege ich sie irgendwie integriert, ne? Ja, das mit dem Konstrukt ist hier noch nicht ganz so optimal. Ich weiß noch nicht, ob ich dem Stuhl, den ich hier stehen habe, das ist nämlich so ein Barhocker, einen Namen gebe. Ich habe über Erwin nachgedacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch bessere Ideen habt. Aber Erwin finde ich irgendwie schon ganz nett. Oh, hier unten ist die kleine Nummer 3. Also ich glaube, dass mich das persönlich nerven würde, wenn ich den Adventskalender in der Adventszeit aufmachen würde und dann jeden Morgen suchen müsste, wo zur Hölle versteckt sich denn jetzt hier mein Kläppchen. Ja, dafür bin ich aber auch einfach ein zu ungeduldiger Mensch. Hey Honey, Come Undone Face and Eye Daily Makeup Remover. Süß, 12 ml sind hier enthalten. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr kleine Größe davon. Aber zum Ausprobieren von so einer hochpreisigen Marke eigentlich gar nicht so verkehrt.
Cool wäre das natürlich, wenn man die Boxen auch nach oben hätte aufmachen können, ne? Dass man quasi dann dieses Teil, zum Beispiel hier von der Nummer 4, nach vorne gemacht hätte und dass man das gar nicht so rausziehen muss. Okay, wir haben hier eine riesen Box und ein kleines Produkt, ist auch ganz süß, von MCO Beauty Highlighting Shimmer Whip in der Farbe Champagne, finde ich gut, 15 ml und das ist ein Liquid Highlighter. Wir haben das echt schön in Abwechslung hier drin auch, ne? Dass wir so mal Pflege, mal dekorative Kosmetik, das heißt, wenn es jetzt so weitergehen würde, dann müsste jetzt ja quasi wieder Pflege kommen. Übrigens so Liquid Highlighter, Liquid Blush, Liquid Bronzer, wobei Liquid Bronzer noch nicht so ganz, aber diese Liquid Blush und Highlighter Geschichten habe ich im Jahr 2021 auch für mich entdeckt und ich trage heute auch unter meinen Puderprodukten ein Liquid Blush und auch ein Liquid Highlighter. Ja, weil das einfach, weiß ich nicht, irgendwie natürlicher aussieht. Der Tag vor Nikolaus ist der 5. Dezember, wobei Glossybox kommt ja eigentlich auch aus dem, aus England und dementsprechend ist das ja quasi Santa Claus Day und es muss eigentlich auch was Krasses sein und wir haben hier tatsächlich dekorative Kosmetik drin und keine Pflege, wie vermutet, von Steve Laurent. Was bist du denn? Connect with us. Nee, ich will mich nicht mit euch verbinden, ich will wissen, was das ist. Ein Lip Liner, sehr praktisch. Vielleicht auch in so einem schönen Feuerrot, wie es natürlich passend wäre. Nee, die haben ja ein Nude reingepackt. Das finde ich aber auch schön, weil das dann ganzjährig verwendet werden kann. Wobei, das ist, nee, das ist eher ein Mauve. Nur die Kappe ist hier oben Nude. Ja, das ist eher ein Mauve. Hast du eine Farbbezeichnung? Nö. Na, dann halt nicht. Vogue. Okay, Vogue. Mhm. Die Nummer 6 ist bei uns in Deutschland Nikolaus und wir kriegen ja auch einen anderen Adventskalender als den in, dahinter ist die Nummer 24, okay, der Adventskalender in England ist. Also vielleicht haben sie dran gedacht, dass wir hier was Besonderes bekommen dürfen. Oh, ja, definitiv von Barbour am Pullen, da freue ich mich drüber. SOS Beauty Rescue, Widerstandskraft und Ausstrahlung. 7 Ampullen und das ist sehr, sehr hochpreisig und tatsächlich auch hochwertig. Die Barbour Ampullen sind echt gut und ich finde es cool, dass wir die bei Nikolaus mit drin haben. Schön. Die Nummer 7 ist riesig groß und die 11 fällt runter. Bam. Ciao, Kakao. Ne? Die Nummer 7. Okay, ja, große Verpackung, das ist das, was uns in der Adventskalenderzeit halt immer wieder vor die Füße fällt, ne? Große Verpackung, kleines Produkt, Neutrogener Hydro Boost, 2-in-1, Geltuch, Augenmaske, finde ich schön. Also ich kaufe mir nicht selber solche Einmalanwendungen von Augenmasken, da kaufe ich mir lieber solche Pads, wo 60 Stück, also für 30 Anwendungen drin sind, aber weil es halt nachhaltiger ist, ne? Aber wenn ich sowas in Boxen oder Adventskalendern drin habe, dann gönne ich mir das hart, ne? Und das sollte ich mir auch sehr schnell gönnen, weil es nur bis Februar 2022 haltbar ist. Also sollte der Glossybox Adventskalender nochmal irgendwie in einen Sale reinkommen, denkt auf jeden Fall dran, die Produkte, die enthalten sind, haben Ablaufdaten. Ja. Die Nummer... Genau. Fall einfach runter. Die Nummer... fall einfach runter. Hilfe! Tu's nicht. Die Nummer 8, wollte ich sagen. Haben wir hier. Auch die ist wieder relativ leicht, aber... das habe ich auch gehört, dass hier was von Fenty Beauty mit drin sein soll. Finde ich richtig cool. Und zwar ist das Mademoiselle Plush Matte Lipstick. Ja, finde ich schön. Das finde ich richtig cool. Und das ist so eine richtig geile dunkle Farbe. Das hier oben zu sehen heißt Griselda. Dann gucken wir uns mal Griselda an. Finde ich übrigens gar nicht so verkehrt, weil wir hatten jetzt bislang auch noch kein Lippenprodukt mit drin. Und diese Farbe passt, glaube ich, auch ganz gut zum Lip Liner, der vorher mal mit drin war. Ja, so schaut es aus. Ich glaube, da hatten letztes Jahr auch ziemlich viele drüber geschimpft, weil das jetzt nicht so die alltagstauglichste Farbe ist. Oh mein Gott, ja. Definitiv, ne? Das ist schon krass. Aber bei den Produkten ist es meistens so, dass die, ja, das ist so ein schönes, dunkles Rot. Ich mag das eigentlich ganz gerne. So zu besonderen Looks oder so. Die Nummer 9 ist ziemlich klein und ich denke, da ist Pflege drin, oder? Müsste bestimmt sein. Ich mache es immer von der falschen Seite los. Ja, letztes Jahr war das Jahr der Scrunchies. Ich weiß. Ich weiß. Von Pure Lay. Ja gut, immerhin. Ja, muss das sein? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht behalte ich es doch, weil so verkehrt ist es nicht für mich. Also es ist jetzt kein Leo Scrunchie oder so. Ich glaube, ich werde es behalten. Ne? Ich habe nämlich auch dieses Jahr herausgefunden, dass es gar nicht so verkehrt aussieht, wenn ich mir ein Bommel hier oben drauf mache und da so ein Scrunchie drumherum mache. Sieht eigentlich ganz knuffig aus, aber man wurde überflutet letztes Jahr von diesen Teilen.
Oh, was ist denn in der Nummer 10 drin? Die ist gar nicht mal so leicht und schön groß, schön lang. Oh ja, Baby, komm zu Mama. Das ist ein Pinsel von Real Techniques bei Sam & Nick. Ein Finish Sculpting Brush. Jo, damit kann man auch schön Cremeprodukte auftragen, weil der schön fest gebunden ist. Sowas mag ich ja gerne. Also herzlich willkommen in meiner Sammlung, lieber Pinsel. Oh, wir sind schon zweistellig, Leute. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Adventskalender auspacken, Leute, Entschuldigung. Aber ich feiere das gerade hart, wirklich. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, hört sich nach Nagellack an. Komm, hau einen Essie-Nagellack raus. Das wäre auf jeden Fall mal angebracht, weil den gibt es doch immer irgendwie mit dabei. Nee, tatsächlich nicht. Von Fix & Rouge. Hydra Matte Pore Correct. Eine Velvet Cream Hydra Pore. Ich glaube, die hatten wir dieses Jahr auch in der einen oder anderen Beauty Box mit drin. 30 ml sind hier enthalten. Und das ist einfach ein Primer. Ich mag nicht so gerne matte Primer, bin ich ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen noch habe, den ich in der Beauty Box mit drin hatte. Ja, ansonsten habe ich ihn jetzt nochmal und werde ihn mal ausprobieren, ne? Weil ich mag lieber Glow in meinem Gesicht. Und das ist auch dieses Jahr ja auch mehr so gekommen. Das heißt, so in war dieser Primer letztes Jahr jetzt nicht unbedingt, ne? Aber sehr, sehr hochpreisige Marke. Ja, da freut man sich vielleicht ein Stück weit, wenn es mit drin ist. Und das ist abwechslungsreich. Doch, es ist abwechslungsreich. Mach dir das Leben schöner, Claudi. Mach's dir schöner. Oh, wir trauen uns an die Halbzeit, die riesig ist. Plop. Echt groß, ne? Voll krass. Ist halt auch so dick und so tief und so. Und dann hast du so ein Mini-Produkt hier drin und denkst dir, ey Leute, ihr seid doch verrückt. Aber gut, ja, das ist auch wieder ein teures Produkt von Mudmaski. Gut, irgendwie müssen wir auf den angegebenen Wert von 550 Euro ja auch kommen. Hair Mask Scalp Treatment and Miracle Shampoo. Das hatte ich schon mal und das fand ich echt gut. Für so eine Ausbalanciertheit der Haare, das soll die Haare stärken, hydralisieren, die Kopfhaut befeuchten und so weiter. Und da sind 75 ml drin, die werde ich direkt in Anwendung nehmen, weil das halt auch sehr schön für die Kopfhaut ist, ne? Und ich habe halt eine angegriffene Kopfhaut. Deswegen, also freue ich mich drüber. Riecht auch ganz angenehm und ja, doch, finde ich schön. Hier kommen wir jetzt zur zweiten Halbzeit mit der Nummer 13, die ich schon wieder auf der falschen Seite aufgemacht habe. Hier ist auch so wieder so ein relationstechnisch kleines Produkt drin, aber teuer. Avant, sackenteuer. Alto Belly hatten wir Avant sehr, sehr häufig jetzt schon in Glossy Box und Look Fantastic Beauty Boxen mit dabei. Wahnsinn, wie teuer diese kleinen Typchen dann sind teilweise. Das hier ist eine Hyaluronic Collagen Marie Aqua Propanediol Glycolic Age Restore 3 in 1 Hyaluron Filler Collagen Bla Augencreme 10 ml. Ja, die ist bestimmt teuer. Keine Ahnung, 50 Euro so ein Typchen oder so? Keine Ahnung. Aber Avant Alto Belly, da sind wir ja schon hinten übergefallen, als wir mal irgendwann dieses Lippenpeeling und so drin hatten. Wahnsinn. Ja, gut, habe ich eine sauteure Augencreme. Mal gucken, ob sie was drauf hat, ne? Sollte der englischen Sprache mächtig sein, denn hier steht 14, nicht als Zahl, sondern ausgeschrieben drauf, 14. Super leicht. Das wäre da ungefähr nur dieses Krüppelpapier drin, ne? Weil wir haben die Boxen immer gefüllt mit Krüppelpapier und dann kommt der Rest vom Schützenfest so langsam zum Vorschein. Das ist von Wonder Beauty Miele High Club oder Mile High Club Volume and Length Mascara. Cool. Das finde ich nice. 10 Gramm. Das ist sehr, sehr viel Inhalt. Und da bin ich jetzt mal auf das Bürstchen gespannt, was das für ein Ding ist. Volume and Length. Okay. Also Volumen und Länge, ne? Ja, ist ja das, was ich eigentlich gerne hätte. Und das ist ein Faserbürstchen, ein sehr langes. Also sieht schön aus. Sieht so aus, als würde ich das mögen. Gefällt mir, doch. Riecht auch nicht irgendwie unangenehm. Das wird ausgetestet. Nice. Huch, aber es will nicht stehen bleiben, weil das hier rund ist. Na toll. Mein innerer Monk kommt raus und weint. Mal gucken, ob die Nummer 15 meinen inneren Monk wieder beruhigen kann. Auch die fühlt sich wieder sehr, sehr leicht an. Oh, Ilamasca. Sehr schön. Ich mag Ilamasca. Mhm. 1,8 ml Liquid Eyeliner. Mhm. Schön. Ja, das spricht mich schon mal auf den ersten Blick an. Ich hoffe nicht, dass es so ein Gel-Eyeliner ist, sondern wirklich einer so mit Schwämmchen-Applikator oder mit Filzstiftspitze oder sonst irgendwas. Sieht aber danach aus. Black Noir. Das ist auch schön. Also wirklich schön. Also ich glaube, ich kann fast schon Fullface hier Glossybox Adventskalender zaubern. Das finde ich ja schön. Ja. Gefällt mir auch so. Was wir hier schon für Produkte drin hatten. Und wir sind erst bei der Nummer 15. Da bin ich schon zufrieden, ne? Ich hätte ja normalerweise
habe da ja auch regulär meine 85 Euro für bezahlt. Da wäre ich jetzt schon zufrieden gewesen mit dem Inhalt. Ne? Die Nummer 16 ist auch wieder so eine leichte Box. Auch hier haben wir wieder eine Maske drin. Und das ist eine Lippenmaske von Vita Masks. Okay, Plump and Repair. Also ich persönlich finde, man braucht eigentlich keine Lippenmasken. Ne? Ich mache mir immer relativ dick Lippenpflege über Nacht drauf. Und das versorgt meine Lippen ordentlich mit Pflege. Und das reicht mir eigentlich auch. Wenn ich sowas aber drin habe, wird es auch verwendet. Also da sage ich auch nicht nein. Ne? Also man springt hier wirklich jeden Tag von einer Schublade zur nächsten. Das ist... Würde mich ja fast schon schwindelig dann gemacht haben. Nummer 17 fühlt sich auch an, als wäre da nichts dran, obwohl es so groß ist. Was bist du? Oh ja, das kenne ich auch. Das ist von Elizabeth Arden, die 8-Hour Skin Protectant Creme. 8-Hour Cream. Also die soll richtig gut sein, habe ich gehört. 5 Milliliter haben wir hier drin. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Ne? Das ist wirklich ein sehr kleines Typchen. Hier steht auch drauf, dass man das als Primer verwenden kann. Und es ist so oft wie erforderlich großzügig auftragen, läuft. Finde ich eigentlich ganz schön. Das ist halt eine Gesichtscreme. Gesichtscreme an sich hatten wir so in der 1 zwar mit dabei, aber ne, sind wir ja schon bei der Nummer 17. Das kommt eigentlich ganz gut. Die Nummer 18 ist ein bisschen schwerer. Mal gucken, was wir da jetzt drin haben. Wieder die falsche Seite läuft. Das muss noch besser werden im Laufe der Adventskalendersaison. Hier haben wir was für die Haare auch wieder mit dabei. Und zwar von Vella, ein Dry Me Dry Shampoo. Wir sind enthalten mit 65 Milliliter, genau. 65 Milliliter sind hier enthalten. Ich verwende kein Trockenshampoo, aber ich denke, dass viele das ganz cool finden. Trockenshampoo verwendet man ja nicht nur zum generellen Shampoonieren, sondern auch dafür, dass man Volumen in die Haare reinbekommt. Ich weiß auch, bei manchen Hochsteckfrisuren verwenden Friseure gerne im Vorfeld Trockenshampoo, um das Ganze so ein bisschen griffiger zu machen. Ja, aber ich bin halt echt kein Fan von Frisuren oder von Trockenshampoo an sich. Die Nummer 19. Also, ist das blöd? Aber ich vermisse Nagellack, Leute. Ich vermisse ihn. Ich habe noch keinen bekommen. Irgendwie vermisse ich ihn. Okay, was ist das? Mellow Matte Liquid Lip Paint. Okay, okay, okay. Lippen wieder. Auckland Matte Liquid Lip Paint. 3,2 Gramm sind hier enthalten. Und das schaut in der Verpackung so aus. Ja, wir hatten ja schon ein Lippenprodukt, was ja auch matt war, von Fenty Beauty mit dabei. Das war in der ersten Hälfte mit drin und hier haben wir jetzt das zweite. Also mit dem Lip Liner zusammen schon das dritte Lippenprodukt. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil das ist eine andere Konsistenz. Das ist nämlich ein, ja, Liquid Lipstick halt, ne? Die Farbe gefällt mir aber. Auch die passt zu dem Lip Liner ganz gut mit dazu. Sogar noch besser als der von Fenty Beauty. Doch, das mag ich wohl. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe ehrlich gesagt jetzt im Laufe des Jahres nicht super viele Reviews zu diesem Produkt gesehen. Weiß nicht, ist er dann nicht so gut angekommen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr den Glossybox Adventskalender letztes Jahr hattet und das Produkt ausprobiert habt, wie ihr den so fandet, ob ihr das empfehlen könnt. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Es geht Richtung, es geht dem Ende entgegen. Es geht Richtung Heiligabend. Und eigentlich... Ich finde, bei dem Glossybox Adventskalender, man will einfach, dass es niemals aufhört. Man möchte so einen kleinen Wichtel haben, der immer wieder hingeht und jeden Monat den Adventskalender aufs Neue befüllt, oder? Es ist immer wieder so schön, was man einfach so Neues entdeckt, weil das so, ja, schon so bunt gemischt ist. Muss ich wirklich sagen, definitiv. Hier habe ich eine Beauty Glam Hydration Boost Mask, Hyaluron-Tuchmaske mit Dreifacheffekt. Das finde ich schön und ja. Die kann ich mir sehr gut auf meinem Gesicht vorstellen, denn ich brauche Feuchtigkeit in meinem Gesicht. Sie soll auch noch beleben und aufpolsternd wirken. Das finde ich ganz cool. Die Marke sagt mir ehrlich gesagt so nichts. Ne? So, den ersten haben wir hier schon leer gemacht. Und dann gehen wir hier zu der Nummer 21. Die ist auch schön schwer und groß. Was ist hier drin? Now Bay, ein Face Toner, Gentle Face Toner. Ich glaube, den hatte ich schon mal, der hatte mir ganz gut gefallen. Anti-Aging mit Raspberry Marshmallow und Marigold Extracts. Und hier haben wir drin 125 Milliliter. Von Now Bay habe ich aktuell eine Körpercreme in Anwendung. Und das ist echt eine Marke, die meine Haut sehr gut verträgt. Ich meine tatsächlich da schon mal den Toner von gehabt zu haben. Oder den, nee, das war der Facial Gesichtsreinigungsviechen. Hat mir auch echt gut gefallen. Und deswegen, also da freue ich mich drüber und der wird auch verwendet werden. Die Nummer 22 ist die zweite und letzte Schnapszahl. Schon wieder die falsche Seite. Was ist das denn? Manakada Lippy Love Lip Scrub. Ah, den hatte ich schon mal. Finde ich nicht so geil. Finde ich wirklich nicht so geil. Den lasse ich jetzt auch noch eingepackt, weil ich den auch weitergeben werde. Weil ich packe ja auch selber Adventskalender für
zum Verlosen für Familie und Freunde, für Kollegen und so weiter. Und ja, das ist jetzt hier noch original drin. Ich glaube, wir hatten den tatsächlich auch schon mal drin im Adventskalender von 2019 oder so. Oder wir hatten den so mal in der Box mit dabei. Das ist halt so einer zum Rausdrehen. Fand ich ganz furchtbar, weil der einfach nichts bei meinen Lippen gemacht hat. Schade, nee, den finde ich nicht so geil. Nee. Die Nummer 23. Komm, hier muss doch jetzt eigentlich mal ein Nagellack drin sein, oder? Weil, ey. Eigentlich, ja, komm. Ich wusste es doch. Von Nails Inc. Be Your Incredible Self with Nails Inc. In der Farbe Victoria. Das ist so ein richtig schönes, dunkles Rot. Richtig geil. Das gefällt mir. Finde ich toll. Passt dann auch wirklich zur Zeit, ne? Ihr seht, ich mag lieber gerne richtig bunte Nägel, aber zur Adventszeit kann ich mir vorstellen, dann auch mal wirklich 10 Shades of Red mit drauf zu machen. Und ich glaube, so ein dunkles Rot habe ich auch noch gar nicht in meiner Sammlung. Deswegen finde ich das cool. Heiligabend, die Nummer 24. Ja, da habe ich schon gehört, was da drin sein soll. Ne? Jetzt kommt nämlich ein Klopper, Leute. Das ist ja schon recht groß, ne? Und hat sich ja auch schön versteckt hinter den anderen Böckschen. Das heißt, man muss aufpassen, dass man diese Box nicht vergisst oder wieder zubuddelt. Und hier haben wir halt einfach mal eine Lidschattenpalette drin. Geil. Damit kriegen die ein Jahr volle Elle. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir auch dieses Jahr wieder eine Lidschattenpalette, da kommt das Licht natürlich nicht mit klar, in dem Adventskalender mit drin hätten. Das hier ist ja zwar ein Iconic London, die Day to Slay Eyeshadow Palette mit 20 verschiedenen Farben. Schöne Umverpackung in diesem ja, Kupferton, ne? Kupfergold. Und das sind einfach so tragbare Farben, finde ich richtig schön. Da haben die jetzt nicht irgendeinen Mist reingepackt, sage ich mal, was man farbtechnisch einfach nicht tragen kann, sondern schöne Farben, eine tolle Konstellation. Und da muss man auch wirklich sagen, es war ja für 2021 angekündigt, dass auch diese ganzen goldenen Looks super in sein sollen. Und hier haben wir ja sehr schöne Goldtöne mit dabei, ne? 24K Gold. Gold und so weiter, Copper Me Fancy, ist schon schön und dann auch ein paar matte Farben mit dabei. Die werde ich auf jeden Fall demnächst mal mit euch ausprobieren, jetzt bin ich reingeditscht. Und auch einen schönen Spiegel mit dabei, nee, die finde ich toll. Und die fühlt sich hochwertig an, die sieht toll aus. Da hat Glossybox definitiv einen rausgehauen. Und das hier ist jetzt der Adventskalender von 2021 für die Glossybox gewesen oder von der Glossybox vielmehr. Ich finde den Inhalt cool, er ist abwechslungsreich. Mir persönlich, ganz persönlich, würde so ein bisschen was in Richtung Körperpflege fehlen. Denn da haben wir jetzt so nicht wirklich was mit dabei gehabt. Wir haben sehr viel fürs Gesicht, auch ein bisschen was für die Haare, aber nichts für den Körper. Das fehlt, oder? Muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Da hätten die sich vielleicht ein Trockenshampoo sparen können und dafür dann irgendwie eine schöne Bodylotion mit reinpacken können oder so. Außerdem finde ich, dass wir sehr viele hochwertige Marken mit dabei haben, die uns aber ehrlich gesagt nur durch die Boxen relativ bekannt sind, aber jetzt nicht unbedingt so generell auf dem deutschen Markt. Wisst ihr, was ich meine? So Mood Mask, Fix & Rouge und so, das sind jetzt nicht so die Marken, die wir hier generell im Douglas oder so kennen, finden, wie auch immer, aber die wir halt durch die Boxen kennengelernt haben. Das vielleicht auch nochmal. Und ich persönlich finde das Design vom Adventskalender per se schön. Hätte es aber cooler gefunden, wenn wir wirklich in einer Schublade dann die ersten, keine Ahnung, 10 Dinger drin gehabt hätten oder 8 Dinger und dann immer so weiter. Ne? 8 kommt, glaube ich, hin. Ja. Und ja, wenn das so ein bisschen besser aufgeteilt gewesen wäre, sodass man nicht sich jetzt hier irgendwie durch die Schubladen hätte wühlen müssen. Ansonsten hätte ich mich auch drüber gefreut, wenn dieser Adventskalender genauso in 2021 gekommen wäre, denn ich finde den schön. Schöne Auswahl, guten Scrunchie mit dabei, aber ich habe mich mittlerweile mit Scrunchies angewöhnt, genauso auch mit Liquid Highlightern. Das kommt halt mit der Zeit, ne? Man muss ja auch erstmal reifen, aber schöne Auswahl. Und man darf halt nicht vergessen, welchen Preis man dafür bezahlt. Das ist ja immer diese krasse Geschichte, weswegen wir uns ja alle auf die Adventskalender stürzen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis. 550 Euro Warenwert wurde ausgerufen für 99 bzw. 85 Euro, die man bezahlt. Ist schon krass. Ist schon richtig geil. Tolle Auswahl an Produkten. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare. Und ja, hoch, nichts umschmeißen hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!